Jetzt bin ich gespannt, wie viele Mini-Medaillen habe ich bereits gesammelt? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich schon welche vergessen habe. Seid gegrüßt. Ja. Wir haben erst 43. Ich brauche noch 2. Für die Giftnadel. 2. Ach du Jemme. Er hat eigentlich im Einstandpunkt schon 2 Items mehr. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe definitiv schon Sachen vergessen. Natürlich müsste ich jetzt einfach mal alles überall nachgucken. Einfach nur quasi eine Lösung. Aber das mache ich, glaube ich, dann kurz vor Ende oder so. So eine Lösungsliste von den ganzen Mini-Medaillen und einfach mal alles abgrasen. Irgendwo muss ja noch was fehlen. Aber wir machen jetzt erstmal weiter. Und zwar haben wir noch rote. Wie es aussieht, machen wir jetzt erstmal das rote hier. Da oben. Das sind... Oh! 3 Stück. Machen wir jetzt rot komplett fertig. Ich weiß nicht, ob es irgendwie eine Reihenfolge gibt. Wir könnten jetzt rot komplett fertig machen. Somit haben wir dann bei rot alles fertig. Wie sieht es bei den grünen aus? Wie viel sind denn da? 4, ne? 4. Ich würde sagen... Achso, wir können bei, müssen bei rot weitermachen, okay. Weil wir aktuell kein anderen Fragment mehr haben. Okay, gut, dann müssen, machen wir jetzt rot fertig. Ja, nicht dabei, nicht dabei, im Gepäck, nicht dabei, okay. Das heißt, rote Säulen sind dann komplett fertig. Ist ja nicht verkehrt. Okay, was haben wir denn hier? Das ist eine kleine Insel. Einmal drehen. Und dann hier. Einmal das. Okay, klein und bescheiden, wie es aussieht. Oh, was hat ihr denn für ein Monster? Ihr seid... sehr komisch aus. Wilder Wirbler und Schocknadler. Okay. Machen wir das mal anders. So, offensiv. Dünne Luft. Schade. Ach toll, das Tanz geht auf alle. Machen wir. Dünne Luft. Sollte eigentlich ausreichen. Einfach nur episch. Einfach nur episch. Kann man nicht anders sagen. So, hier sieht aus, dass Nebel da ist. Nachtwächter und Dr. Schleimer. So. Felswurf. Ach, kostet auch nichts. Wie schön ist das denn? Wie schön ist das denn? Kostet einfach auch kein MP. Nicht verkehrt. Ich wollte ja eigentlich Geld farmen und ich habe da mal mich mal schlau gemacht. Und zwar kann man richtig gut Geld farmen nach dem Spiel, weil es dann wohl in diesen Exa-Dungeon oder in einen Dungeon gibt, gibt es halt ein gewisses Monster und ja, und das droppt sehr viel Geld. Sofort stehen bleiben! Hey, wer seid ihr und wo kommt ihr her? Nicht, dass es einen Unterschied machen würde. Ihr könnt nicht diese Stadt nicht
Was? Ihr könnt nicht in diese Stadt. Niemand darf rein oder raus. Wartet nur, bis Melchior davon erfährt. Rührt euch nicht vom Fleck. Ich gehe ihn holen. Nein, lasst nur den Boss in Ruhe. Um die kümmern wir uns selbst. Sie sehen nicht so aus, als ob sie viel Widerstand leisten könnten. Wenn wir Initiative zeigen, indem wir sie jetzt erledigen, wird das den Boss beeindrucken. Wahrscheinlich belohnt er uns dafür. Du gerissener Teufel. Das ist ein hervorragender Plan. Außerdem haben wir lange genug auf dem vollen Haut gelegen. Ein bisschen Bewegung tut uns gut. Na, dann kommt mal her. Ich weiß ja nicht, ob ihr zugehört habt, aber im Endeffekt heißt das, dass ihr jetzt sterben müsst. Ach, komm doch her. Nette Begrüßung hier. Die Babygirls. So, dann dünne Luft. Todestanz. Felswurf. Ach, hört auf mit Gan. Hört auf mit Gan. Leute, da habe ich schlechte Erfahrungen mit. Ein Trauma. Oh, ja gut, die haben mehr Leben. Hätte mich auch gewundert, wenn die mit einem Schlag down sind. Oh nein, bitte nicht hier schon wieder so eine Gedöns. Aber die machen nicht so viel Damage. Ja, dünne Luft. Und damit war's das. Und tot. War wohl nix. Das war ja eine ganz schlechte Idee. Ihr hättet diese Monster nicht vermöbeln sollen. Ihr müsst schnellstens verschwinden. Wenn ihr Boss herausfindet, dass ihr seine Handlanger ausgeschaltet habt, wird er mächtig wütend sein. Ja, komm her! Ich hau ihn auch um die um die Ohren. Moment, ich muss mal kurz was machen. Augentränkbade. Das ist nicht gut. Oh, ich sollte mal meine Brille putzen, ey. Ach, du Kacke. Ach, du heilige Macaroni. Können es aber schlecht aufstehen. Irgendwie muss es gehen. So, was hast du zu sagen? Willkommen in Bangweiler, die mieseste Stadt überhaupt. Wir sitzen schon lange im Dunkeln, dass ich mich kaum erinnern kann, wie die Sonne aussieht. Aber wen interessiert? Ist doch eh alles egal. Für uns ist es spät, es gibt keine Hoffnung, wir haben keine Zukunft, alles ätzend. Wo ist denn jetzt der Boss? Seht die Löcher? Das sind die Namen, die fiesen Renkerranken in unserem Stadtbild hinterlassen hat. Wenigstens war das ein echtes Monster, im Gegensatz zu den Schwächlingen, die jetzt hier leben. Wir hätten es nie mit den Dingen aufnehmen können. Ich kann aber drauflaufen. Nein, eine Stadt, wie? Tja, tut mir leid, aber Fremde sind das Letzte, was wir gebrauchen können. Wozu auch Freundschaften schließen? Es gibt ja sowieso keine Hoffnung. Die Streitkräfte des Dämonkönigs wären täglich stärker. Ah, Dämonenkönig? Hinter dem bin ich her. Ich habe den super, hyper, alten, legendären Held bei mir. Na, willst du auch kämpfen? Was tun wir denn da so lange? Ich falle hier noch vom Fleisch. Was seid ihr? Eure Rüssel hab ich nicht in der Gegend noch nie gesehen. Mir auch egal. Ich bin zu hungrig zum Denken. Wenn ihr mir nicht gleich was zum Mampfen bringt, fresse ich euch stattdessen. Ach ja, wie schön. Grunz, grunz. Oh, was haben wir denn hier? Ein Spitzhut. Yay. Oh, hallo. Es ist immer schön, jemand Neues zu treffen, bei dem man sich beschweren kann.
Ich bin vom Beruf fahrender Händler und zwar gerade bei der Arbeit, als ich von diesen Grischigmund namens Renkeranke angegriffen wurde. Ich bin hergeflohen, wo ich mich sicher wähnte. Aber kaum war ich angekommen, als die Dunkelheit hereinbrach und die Stadt von Pest der Welt abgeschnitten wurde. Von der Rest der Welt, nicht von der Pest. Von Regen in die Taufe. Ich bin bestimmt der größte Pestwürfel im gesamten Universum. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Kann man hier Ausrüstung kaufen? Bestimmt. Ah, der blockiert mir den Weg für die Truhen. Mensch, das ist eine Weile her, dass ich neue Gesichter gesehen habe. Schaut einfach mal da. Nimm bloß den Arzt. Ach, komm schon. Kann hier nichts kaufen? Noch nicht. So, kann ich dich erledigen? Wofür haltet ihr euch? Ja, mir ist es doch egal. Ich werde euch pieken, bis ihr quiekt. Komm her, mein Freund. Komm her, du quiekender Schweinegrunzmann. So, wir machen Schwerttanz. Wir machen einfach Todestanz. Und wir machen hier einfach mal, weil wir es können, Faustwirbel. Tja, das war's mit ihm. Todestanz hat gewirkt. So, können wir hier öffnen. Diebeschlüssel nutzen, ja. Oh, eine Eisenaxt. Diebeschlüssel, ja. Eine Eisenmaske. Okay. Ich glaube, das haben wir aber alle schon. So, Gepäck. Wo haben wir das Ganze denn hier? Eisenaxt. Ja, okay. Bringt mir aktuell nichts. Transfer. Ja, haben wir bereits. Dann müssen wir das für den neuen Charakter aufheben. Ah, ich wollte da noch hoch. Zack. Ah. Willkommen im Horrorladen. Okay. Willkommen im Horrorladen. Und dann hast du nichts Gutes im Anbieten. Echt schlecht. Echt schlecht ausgestattet sind die Dämonen. So, was ist mit dir? Okay. Dann wäre mein Vater noch nie von dieser blöden Rankenräne getötet worden. Wenigstens ist die blöde Kreatur gestorben, als die Monster die Sonne verdunkelt haben. Immerhin. Okay, machen wir jetzt. Warte mal, waren wir noch nicht hier? Hier vorne waren wir noch nicht drin. Erstmal umschauen. Alles plündern. Was wir können. Ein Heilkraut. Alles kaputt machen. Das Typische halt. So. Dann sprechen wir mit diesen Felsrocken. Und vielleicht können wir... Vielleicht müssen wir ihn bestimmt bezwingen erst, bevor wir da reinkommen. Aber ich will da rein. Okay, er pennt. Ey, wach auf! Aufwachen! Aufwachen! Dein Ernst? Ist hier irgendwas im Brunnen? Oh. Ausdauersamen. Und eine Flasche Weihwasser. Vielleicht brauchen wir jetzt das gesegnete Weihwasser. Der schwarze Schmalzzahn hat seine schrecklichen Schwingen ausgebreitet und seinen Schatten über die Sonne gelegt.
Seitdem sind wir in der endlosen Dunkelheit gefangen. Schmalzhans monströse Handlanger haben ihm in Westen einen Turm gebaut, wo er nun lebt. Von seiner Warte dort oben sieht er alles. Okay, das heißt, wir müssen dorthin. Die geplagten Menschen in der Stadt haben schon lange Hoffnung erfahren lassen und das Vertraute in den Anmächtigen verloren. All die Monster kamen, floh ich aus der Kirche und seitdem bin ich hier unten und bete für meine Herde. Okay, kann man hier... Ah, okay, hier kann man quasi speichern. Bei ihm. Aktuell. Wenn wir das natürlich hier... Wenn wir hier die das Ganze erlöst haben, dann können wir auf jeden Fall auf Warner speichern. So. Schmolzer. Mhm. Wir kommen und versuchen nicht zu besiegen. Schmolzer Spitze. Dann ist ja schon logisch, was wir jetzt machen werden. Versuchen Schmolzer zu bezwingen. Oder auch nicht. Schade. Dann gehen wir mal eben da hinten hin. Da war ja auch noch was. Da wollte ich auch mal eben rein. Ansonsten komme ich hier nicht weiter gerade. Ich wollte gerne mal diesen Ränke-Dingsbums da mal gegenübertreten. Das geht auch nicht. Die Felsenbombe, die schläft. Tja, dann müssen wir mal gucken hier. Dünne Luft. Torrestanz. Faustwirbel. Bam. Wer stirbt? Niemand. Niemand. Oh. Oh, Fragment. Hügel bei den Bangweiler. Das ist ja mal neu. Das ist jetzt auch mal was Neues. Gelbes Fragment. Das war's. Mehr ist hier nicht. Ein gelbes Fragment. Gut, dann müssen wir wieder jetzt nach Bangweiler. Und mal gucken, wie wir jetzt das Ganze lösen. So, erstmal hier die kleinen Viecher erledigen. Fähigkeiten, am besten Felswurf wieder mal. Stirbt irgendeiner davon? Jo, einer stirbt. F wird getötet. Und alle anderen werden besiegt. Ein Spitzhut. Yay. Wir kriegen einen Spitzhut. Wow. Können wir ihn nicht irgendwie aufwecken? Warte mal. Wir haben doch hier dieses Weihwasser, ne? Er pennt. Können wir das vielleicht aktivieren? Oh. Er ist weg. Wo ist er nur hin? Oh, hallo? Schieb eine ruhige Kugel. Was? Yay, noch eine Mini-Medaille, dann können wir endlich mal das allererste Item bekommen. Wow. So. Ist das schon der Milsepeter? Nein, du... Du bist das, ne? Ich klau dir mal einfach mal die ganzen Sachen hier. Ey, geh mal weg, das ist meins. So keine Schweinchen, Schweinereien. Er kommt doch sowieso nicht an mir vorbei. Hier bewahren wir den Schlüssel zum Schmolz seinen Spitze auf. Also fort weg. Alles klar. Dich brauchen wir. Ey, das ist doch Björns Junge, oder? Habt ihr nicht gehört? Melchior hasst Menschen. Er sagt, ihr stinkt. Dann soll er sich mal selber angucken.
Was gibt's denn hier? Es scheint keine interessanten Bücher zu geben. Wir sprechen gleich mit ihm, keine Angst. Was erzählt der alte Mann denn hier unten? Habt ihr von dem Turm gehört, der westlich von hier steht? Er wird Schmolz an Spitze genannt. Wir sind ziemlich stolz drauf. Nach allem, was ich gehört habe, haben sie es geschafft, in 3 Tagen und 3 Nächten zu bauen. Das ist ziemlich flink, findet ihr nicht auch? Bloße Menschen wie ihr ich könnte so eine Leistung gar nicht vollbringen, oder? Könnten wir? Oh. Das habt ihr bestimmt nicht kommen sehen, oder? Menschen sind manchmal wirklich grundstumm, eigentlich immer. Ihr seid bestimmt auf der Suche nach dem Boss. Tja, ihr habt keinen Schwein gehabt. Der ist oben. Und wenn ihr zu ihm wollt, müsst ihr erst an mir vorbei. Kommt nur her, dann bringe ich euch das Quieken bei. Ach komm. Was willst du denn? Der Mann ist nochmal in der Luft. Todestanz. Und Felswurf. Kostet uns nichts. Und hoffentlich treffen wir einfach mal. Okay. Oh, der lebt noch. Unterhosentanz, okay. So. Machen wir das gleiche nochmal. Er lacht sich tot. Aber er wird jetzt getötet einfach mal.